OB-Wahl geht in zweite Runde. Die Wahl um den Plauner Oberbürgermeistersessel brachte gestern keine Entscheidung, weil keiner der drei Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit schaffte. Die meisten Stimmen erhielt Amtsinhaber Ralf Oberdorfer mit knapp über 40%. Ein Drittel der Wähler gab Steffen Zenner von der CDU seine Stimme. 26,5% der Plaunerinnen und Plauner machten bei Uwe Techner ihr Kreuzchen. Die Wahlbeteiligung lag knapp über 40%. Es wäre natürlich schön, wenn über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger auch zur Wahlurne gehen. Und die, die nicht gegangen sind, die soll man jetzt insbesondere natürlich bewegen, ihre Stimme abzugeben. Am 6. Juli wird der zweite Wahlgang die Entscheidung bringen. Dann reicht die einfache Mehrheit. Während sich Ralf Oberdorfer und Steffen Zenner wieder zur Wahl stellen, bat Uwe Techner um Bedenkzeit. Mehr zur Oberbürgermeisterwahl sehen Sie ab Donnerstag im VRF-Programm.